Ey, meine Freunde, was geht ab bei euch? X7 hier am Start. Ja, am Mittwoch mit einem extra Summoners War Video. Wartet, ich guck kurz. Ah, wo ist die Frage des Tages? Hier ist die Frage des Tages. Ich schlag die mal auf, sonst vergesse ich das. Ihr kennt mich. Wenn ich nicht irgendwo so extra was auf dem Zettel stehen habe, vergesse ich das. Gut, heute am Mittwoch nochmal ein extra Summoners War Video. Ich habe gestern in dem Video gesagt, ich möchte wieder Gildenkampf machen, aber mein Gildenkampf war schon vorbei und viele haben in den Kommentaren geschrieben, mach doch mal wieder einen Gildenkampf auf deinem zweiten Account, beziehungsweise bei dem letzten Gildenkampf auf diesem Account kam sehr viel positives Feedback, deswegen, ich habe auch viel Energie, die muss ich ausgeben. Let's go und kill this. Okay, wir sind heute der Hero, wir gewinnen diesen Kampf für uns. Der hier wird gar nicht angegriffen. Okay, ich verstehe warum, den greifen wir auch nicht an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe gesehen, ein paar haben Low Death drin, aber nicht alle. Deswegen werden wir auf jeden Fall die Leute angreifen, die keine Low Death haben. Auch wenn dieser gelbe hier vorteilhaft wäre. Ich glaube, wir schaffen das auch, wenn wir Leute angreifen, die keine Low Death haben. So, das ist der erste hier. Der sieht am vernünftigsten von den Plus 2ern aus, abgesehen von diesem Overkill da vorne, dieser Wishes. Let's go. Okay. Wir haben hier Soha, Stripper, Stasis, Schild. Und Lucian, okay, und Hust, 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 meine Freundin. Puh. Okay, wo machen wir was? Ich glaube, ich nehme beim ersten Lucian. Also, ich habe kein Lucian. Beim ersten Team gegen Lucian nehme ich die Comp und beim unteren nehme ich die Comp. Dann werden wir Puh wrecken. Das Ding ist, diese Lumi. Lumido, wie kill ich die? Egal, Lumi kill ich so. Easy, easy. This game is easy. Nein, das wird, das kriegen wir an der Monster. Meine Monster sind gut. Sick mit. Sick mit. Ich liebe die. Die ist so gut. Die ist so gut. Okay. Let's go. Wir müssten schneller sein. Natürlich sind wir schneller. Kein Stun. Ich krieg nie Lucian gestunt. Nie. Nie. Ich könnte mich jetzt entscheiden. Soll ich versuchen, mit Kono zu stunnen? Oder soll ich. Ich glaube, ich mal Tech-Debuff, ja? So, Kratsch. Tech-Debuff. Und wir kommen sogar nochmal zum Zug. Und jetzt macht der Überraschungsthron. Okay. Und nochmal Damen. Und bam. Verfehlt. Okay. Lucian dead. Größte Gefahr beseitigt. Diese Soa könnte unseren Speedbuff strippen. Aber wenn wir sie jetzt stunnen werden, was wir natürlich nicht machen, hätte sie es nicht machen können. Deswegen versuchen wir mal. Okay, sie ist doof. Deswegen haben wir jetzt Defense Break und Attack Debuff drauf. Stun. Nice Corner. Und goodbye Soa. Also jetzt nur noch gegen Stasis. Ich finde Stasis wirklich nice. Richtig gut für Anfänger. Sehr, sehr gut. Später wird die dann wahrscheinlich nicht mehr benutzt, aber Soa ist so gut. Nicht Soa, Stasis. Soa ist auch gut. Ich mag die zwar nicht, aber die sind nice alle. So, Kram. Und Bam. Und Bam. Ach, Rogue. Du hättest mehr machen sollen, Rogue. Rogue. Los, mach mehr. So, Rock! Ah! Ha! 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 Habt ihr es gesehen? Deswegen ist Segment so gut. Diesen Heal-Debuff. Und diese dumme Lumi will einfach den heilen und kann nichts machen. Ha! GG! So, Rogue, los! Rogue will heute nicht. Ich hoffe, dass Rogue gleich mal irgendwie so ein bisschen ausrastet und die ganze Zeit proggt. Gerade. Ja, vielleicht habt ihr es bemerkt, ich habe extra den einen dann nicht gekillt. Ich wollte, dass Rogue noch so ein Wunder betätigt, aber gut. Leider hat er es nicht gemacht. Okay. Low Death. Wie sieht's hier aus? Low Death. Wie sieht's hier aus? Low Death. Wie sieht's hier aus? Low Death. Und wie sieht's hier aus? Okay, das sieht interessant aus. Dann machen wir den da, ja? Okay, McBridgen. Holy shit, was für ein kranker Typ. Gianna Kraka. Holy shit. Kein Problem für uns. No Net 5s. Natürlich Varamos im ersten als Net 5, aber fusionierbar. Und der nur Dark Monster? Was zum Teufel? Okay, wir müssen erstmal gucken, was Gianna kann. Die sehe ich so selten. Fügt. Das ist quasi. Hält nach. Das ist Ciara. Nur die kann mit dem dritten Skill keine Bombe detonieren, sondern die kann. Entfernt alle Stellen. Oh, Stripper. Stripper und Stunner. Wow, Gianna ist so good, huh? Angriffskraft wird gesteigert. Kraka kann reviven, huh? Ja, revived. AOE Defense Break und Damage. Holy shit, das ist echt ein nice Team. Er entfernt die schädlichen Effekte aller Verbündeten und erhöht die Angriffskraft. Wow. Wow, okay.
Ich glaube aber, ich bin mit meinem ersten Team. Soll ich es vielleicht wechseln, dass ich mehr Damage reinbringe? Sagen wir YOLO. Sagen wir YOLO und kein Heal. Aber ohne Heal ist so dangerous. Aber wäre lustig. Sagen wir vielleicht. Oder sagen wir Bernard gegen Rogue austauschen? Ich bin mir relativ unsicher. Aber. Ja, sollen wir das machen? Bernard gegen Rogue? Da kann Rogue zeigen, was er drauf hat. Wisst ihr was? Ich gehe ohne Heiler rein. Ja, ich gehe ohne Heiler rein. Hilfe, ich werde sowas von bereuen. Egal, ich gehe ohne Heiler rein und unten nehme ich Darion mit. Okay, let's go. Oh Gott, das ist jetzt scary. Das ist jetzt der erste Gegenkampf auf diesem Account, vor dem ich ein bisschen Respekt habe. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt gerade unterschätze. Ah, okay, wir sind schneller. Zack. Kein Stun. Oh boy, das ist gefährlich. Er hat ihre Angriffsreihenfolge aber falsch. Dieser Typ in der Mitte, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der müsste natürlich vor den anderen drankommen, damit der Buff, damit die Attack Buff haben. Sag mal, ich gehe auf Tiana, ja? Ah, Rogue! Nein! Oh boy, oh shit, okay. Nichts passiert. Ah! Ich bereue es, ohne Heiler reingegangen zu sein. Wow, die... Oh Gott, Rogue is dead. Rogue ist sowas von dead. Und die kann reviven. Wieso habe ich keinen Heiler mitgenommen? Rogue! Nein! Gott, ich bereue es, okay. Ich hätte mit Heiler reingehen sollen. Nein, auch noch Unbesiegbarkeit? What the hell? Das wusste ich gar nicht. Der hat sogar Death Ignore gemacht, der Mistkerl. Holy shit. Nein, nein, nein. Wow. Aufgeweiht. Are you fucking kidding me? Bitch. 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 Heaven get wrecked. Ich kann nichts machen. Gut, ich war zu doof. Fuck. Es tut mir leid. Okay, unterschätzt niemals die Gegner im Gegenkampf. Jetzt mache ich sogar die falsche Fähigkeit. Ah. Er hat damit einfach nie gerechnet, ha? Vielleicht sollte ich zuerst die Chloe töten. Die ist einfacher zu töten. Ja, entfern doch alle meine Buffs, du Mistkerl. Mann! Mann, Heaven ist traurig. Shit. Shit. Okay, die Comp habe ich ein bisschen unterschätzt. Gut. Mein Fehler. Mein Fehler. Nicht YOLO machen. Nicht YOLO machen. Ich habe einfach gedacht, Rogue prockt da so schön und kriegt das easy hin. Aber Rogue wollte irgendwie nicht. Habt ihr gesehen? Kein Proc. So ein Kratzer hat der gemacht. Noch nicht mal Defense Break. 1000 Schaden. Dummer Rogue. Jetzt können wir keinen Rogue mehr im Gegenkampf mehr benutzen. Heaven get wrecked. Das ist, glaube ich, der erste Gegenkampf, den ich in diesem... Ja, das ist, glaube ich, einer der ersten Gegenkämpfe, den ich hier verliere. Also unentschieden, ja? Egal. God. God, wir müssen unsere... Was kann ich denn gleich für ein Team benutzen, ist meine Frage. Holy, habe ich nicht... Habt ihr gesehen, diese dumme Cracker, da dreimal Procs, dass sie Gewaltruhen haben, das wundert mich. Wow. Na gut, ist ein Level 40er, weiß ja nie, wie lange er schon spielt, ha? Aber trotzdem, das war ein bisschen zu gefährlich. Ich glaube, mit Kona hätten wir das hingekriegt. Dann hätten wir wenigstens wieder dieses Research machen können. Ein bisschen heilen können. Ah, unentschieden. Egal, gut. Dann holen wir uns jetzt noch einen hier hinten und dann gewinnen wir trotzdem den Kampf für die Gilde. Ist ja kein Weltuntergang. Hat hier einer keine Low Death? Bitte? Der hier, okay. Ist das der einzige? Na, okay, dann müssen wir jetzt gegen den hier kämpfen. Okay, dann nehme ich aber... Barretta, Dings, soll ich sie nehmen oder soll ich Sieg nehmen? Nehme ich Sieg? Ja, dann nehme ich Sieg. Wir haben oben keine Heiler, aber das spielt jetzt keine Rolle. Das kriegen wir easy hin. Gott, wie ich dann Unentschieden einfach reingedrückt bekomme. Jetzt stoße ich mich sogar. Heaven und Unentschieden passen nicht zusammen. Ha! Jetzt bin ich jetzt ärgere ich mich den ganzen restlichen Tag. Nein, so schlimm ist es nicht. So, Sieg bufft jetzt. Und dann können wir in der nächsten Runde Defense Break landen. So, zack, die. Oh. Oh, okay, Sieg. Bam, bam. Sieg macht einen 8000er Crit. War es ein Crit? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall 8000 Damage. Und Rogue eben 1000. Dummer Rogue. Sieg ist nice, hä? Huh? Sieg ist nice. So, das ist natürlich jetzt hier kein Problem. Wie gesagt, Low Death.
Aber kann man nichts gegen ändern. Aber dieser Mistkerl da eben. Gott, ich hab ihn unterschätzt. Ich muss zugeben. Ich sollte nicht so YOLO spielen. Ich sollte vielleicht. Ich hätte vielleicht da mehr überlegen sollen. Ich guck mir ihn nochmal an. Yay, wir haben gewonnen. So. Der hier, MacBrötchen. Wie sieht denn der Lock von ihm aus? Alle gewinnen gegen den und ich verliere. So peinlich. So peinlich. Selbst X-Ravel, dieser Noob, hat dagegen gewonnen. Viele Grüße an dich. Aber Gott, das war Mist. Das war so blöd. Ich hätte vielleicht, ich hätte safer spielen sollen. Ich hätte einfach safer spielen sollen. Naja. Ich hoffe, es euch hat euch trotzdem gefallen. Vielleicht konntet ihr mal lachen. Heaven seht ihr nicht so oft, wie der get wrecked wird. So, kommen wir zur Frage des Tages. Hashtag FDT von Ruin Soldier. Hashtag FDT. Wann lohnt es sich, 1-3-5er Runen auf plus 15 zu machen, falls es sich überhaupt lohnt? So. Für die Leute, die nicht wissen, was gemeint ist, 1-3-5er sind die Runen hier. Ja, also die ohne Prozente. Wann lohnt es? Es lohnt sich, ja, aber es lohnt sich erst ganz, 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 ganz später. Das ist richtig. Endgame. Also macht das nicht, ja, macht das nicht. Ich glaube, ich selbst habe eine einzige Rune in Slot 4, in Slot 3 auf 15. Eine einzige. Ansonsten nichts. Ansonsten nichts. Es lohnt sich im Endgame zum Beispiel manche Runen. Bei Copper zum Beispiel machen die Defense-Rune da auf Max oder bei einem Attacker die Attack-Rune auf plus 15, habe ich auch für 6 gesagt, auf plus 15. Ansonsten macht es nicht. Ich könnte es machen auf meinem Main-Account, weil ich so Milliarden Mana habe und es nicht weniger wird, weil ich die ganze Zeit nur Runen verkaufen muss, weil keine gescheite Rune kommt. Aber ich habe keine Runen, die es. Ich glaube, ich habe nur 3 Runen, die es vielleicht wert sind, auf plus 15 zu bringen. Also von 1, 3, 5. Aber es lohnt sich erst ganz, ganz, ganz spät. Macht das besser nicht, ja? Und wenn, dann muss das eine richtig, richtig, richtig gute Rune sein. Und dann am besten auch eine 6-Sterne-Rune. Sonst sehe ich noch mehr Verschwendung in Mana da drin. Vor allem, weil es manchmal so 1 bis 2 Millionen Mana kostet. Manchmal hat man Glück und es geht alles am Stück. Das gab es schon mal. Ich habe schon mal eine 2er-Rune aufgewertet, eine Speed-Gewalt-Rune, alles durch, ja, also plus 12 hat lang gedauert, bam, 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 13 und dann von 13 auf 14 einmal und von 14 auf 15 einmal. Das kann natürlich passieren oder es gehen 30 Versuche drauf, dass wieder 1 Million Mana weg ist. Naja, ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn ich verloren habe. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Sound of War Video wieder. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal, ciao.